Der Ukraine-Krieg sorgt in Deutschland auch für politische Diskussionen über die Versorgungssicherheit. Im Energiesektor bemüht sich Bundeswirtschaftsminister Habeck um mehr Unabhängigkeit von Russland. Dafür ist er heute mit einer Wirtschaftsdelegation zu einer mehrtägigen Reise nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate aufgebrochen. Mit den Golfstaaten will Habeck über Exporte von Flüssiggas und grünem Wasserstoff sprechen. Bundeswirtschaftsminister Habeck ist derzeit auf der Suche nach neuen Gaslieferanten. Denn langfristig will Deutschland sich unabhängig von russischem Gas machen. Ersatz dafür könnte in Zukunft auch aus Katar kommen. Das Land gilt als großer Exporteur von Flüssiggas, sogenanntem LNG. Damit dieses Gas überhaupt nach Deutschland geliefert werden kann, braucht es hier Verladeterminals. Die gibt es aber noch nicht. Es ginge ja vor allem darum, wenn Deutschland LNG-Terminals baut, dann Lieferverträge zu haben, die dann die zusätzlichen Kapazitäten nach Europa, also den Ersatz von russischen Mengen, dann sicherstellen. Und das dauert ja, leider muss man sagen, noch ein bisschen. Und ich denke, in der Zeit kann Katar oder hoffe ich, dass Katar auch ein bisschen mehr bereitstellen kann. Auch wenn der Bau der LNG-Terminals laut Habeck mehrere Jahre dauert, will er politisch jetzt schon die Weichen stellen. Das gilt auch für eine potenzielle Wasserstoffpartnerschaft mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, das zweite Land, das er an diesem Wochenende bereist. Während Habeck Wasserstoffpartnerschaften im Blick hat, sehen sich Verbraucher mit gestiegenen Spritpreisen konfrontiert. Und auch im Supermarkt spüren Kunden die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Wenn auch nur bei sehr wenigen Produkten wie zum Beispiel Sonnenblumenöl und Mehl. Sorgen um Lebensmittelknappheit seien aber unbegründet, so der Bundeslandwirtschaftsminister. Ich rate allen dazu, nach Bedarf einzukaufen. Wir haben Gott sei Dank in Deutschland einen hohen Selbstversorgungsgrad im Gegensatz zu anderen Ländern. Deshalb besteht kein Anlass dazu, dass wir hamstern. Es führt nur dazu, dass der Handel dann entsprechend die Produkte rationieren muss. Auch der Einzelhandelsverband HDE erwartet infolge des Krieges keine Einschränkungen für die Verbraucher in Deutschland. Viele Handelsunternehmen haben ihre Sortimente angepasst und den Verkauf in Russland hergestellter Produkte eingestellt, so Geschäftsführer Gent. Allerdings belasten die hohen Energiekosten Handel und Logistik, so der HDE. All das wirkt sich auch auf Lebensmittelpreise aus.